Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, es verwundert ja jetzt nicht, dass dazu kein Beitrag kommt, weil ich glaube, also auf der einen Seite habe ich viel Verständnis, weil ich glaube, wir haben ja das Thema Gerichtsstrukturreform wirklich intensiv hier. Ach so, Entschuldigung, Herr Texer ist krank. Ich dachte, er würde dann vertreten werden. Wir haben das gleiche Problem ja mit Herrn Saalfeld. Aber ich will an dieser Stelle zumindest noch mal drei Punkte benennen, weil Sie gestern im Rahmen der Generaldebatte auch zur Sprache gekommen sind. Der erste Punkt ist, und da gebe ich dem Kollegen Ritter absolut recht, in der Tat ist im Haushalt das Großvorhaben Gerichtsstrukturreform nicht hinreichend untersetzt. Es ist nicht klar und es ist nicht transparent. Und allein aus diesem Grunde wird auch meine Fraktion dem Einzelplan 9 nicht zustimmen. Aber, und das ist der eigentliche Ritter, viel gewichtigere Grund, der Einzelplan 9 ist allein schon deshalb nicht zustimmungsfähig, weil ja aus den Debatten, die wir hier, glaube ich, im Landtag 7-mal geführt haben, deutlich wird, dass dort die Wurzeln dafür angelegt sind, dass diese Gerichtsstrukturreform umgesetzt werden soll. Und da gibt es ein klares Votum der Opposition, sowohl von Grünen wie auch von Linken, dass wir das nicht mitmachen werden. Und ich bin ziemlich sicher, dass wir in absehbarer Zeit hier auch mit einem Volksbegehren konfrontiert werden, wo wir uns dann erneut positionieren werden. Aber am gestrigen Tag sind zwei Aspekte angesprochen worden, auf die ich noch mal ganz kurz eingehen möchte. Der erste Aspekt ist, der CDU-Fraktionsvorsitzende hat sich gerade den Einzelplan 9 herausgepickt und gesagt, naja, da habt viele Änderungsanträge gestellt, aber genau da fehlen die bündnisgrünen Änderungsanträge. Wir haben im Ausschuss erklärt, dass wir explizit nach diesen vielfachen Diskussionen diese Änderungsanträge nicht noch mal einzeln einbringen, weil die Grundsatzposition ist klar. Diese Gerichtsstrukturreform geht an den Bedarfen der Kommunen vorbei, sie geht an den Bedarfen der Justiz vorbei, sie ist bürgerunfreundlich und sie manifestiert den Rückzug der öffentlichen Hand aus der Fläche, am Beispiel Justiz, und deshalb werden wir das nicht mitmachen. Und dazu braucht es keine Einzelanträge zu irgendwelchen Einzelpositionen, die noch nicht mal konkret untersetzt sind. Und zum Zweiten hat der Kollege Kokert, und da finde ich, ist dieser Einzelplan auch ein sehr schönes Beispiel, und zwar bezogen auf die Gerichtsstrukturreform, hat der Kollege Kokert hier ausgeführt, naja, in seiner Fraktion, er hat das bezogen auf einen anderen Punkt gemacht, da würde ja intensiv und strittig diskutiert und da würde niemand gezwungen, zu etwas zuzustimmen. Ich glaube, die Entscheidung, die wir hier erlebt haben, die Entscheidung des Landtags zu diesem Gesetzesvorhaben hat eines deutlich gemacht. Es ist auch möglich, seine abweichende Position, zumindest innerhalb der CDU-Fraktion, durch Fernbleiben von der entscheidenden Abstimmung zu dokumentieren. Ich halte das nicht für einen angemessenen Weg. Aber ich will dies an dieser Stelle noch mal sagen, dass es für mich sehr deutlich geworden ist in dem Zusammenhang. Wir werden selbstverständlich den Einzelplan 9 ablehnen. Dankeschön.